Na dann einen wunderschönen guten Morgen, liebe Fans des ADAC GT Masters. Wir sind beim vorletzten Wochenende in der Saison 2019 und es könnte rein wettertechnisch, aber auch spannungstechnisch nicht spannender sein. Herrliche Außentemperaturen, das macht richtig Spaß und wir sind ja schon Mitte September, aber wir haben natürlich auch heiße Action gleich auf der Rennstrecke. Das ADAC GT Masters Qualifying Nummer 1 steht an und ja, an diesem Wochenende, da könnte ja unter Umständen schon eine Vorentscheidung fallen, denn wir wissen, dass die Mannschaft von HCB Rutronic das Feld anführt mit Patrick Niederhauser und Kelvin van der Linde. Der könnte seinen zweiten Titel einfahren. Aber da haben natürlich die Konkurrenten was dagegen. Worüber wir uns auch sehr, sehr gefreut haben, ist, dass diese Mannschaft wieder zurück ist von Pro Sport Performance im Aston Martin Vantage GT3. Allerdings müssen wir da gleich mal sagen, gestern gab es schon ordentlich Arbeit für die Mechaniker. Denn David Griesner hatte gestern das erste Mal das Vergnügen, die Wand etwas zu küssen, nämlich hier ausgangs erste Kurve. Und das Auto sah richtig, richtig übel aus. Aber wir sehen, es ist wieder da und es glänzt so schön. Und Steve Buschmann, den habe ich hier neben mir, das ist der Manager von Pro Sport Performance. Schönen guten Morgen. Ja, moin auch an dich. Hast du heute Nacht geschlafen? Denn ich glaube, deine Jungs nicht. Meine Jungs haben nicht geschlafen. Ich habe mir tatsächlich ein paar Stunden Ruhe gegönnt. Aber ja, heute Morgen 6:30 konnten sie das Auto abstarten nach einer Nachtschicht. Und ich kann den Jungs nicht genug danken für das, was sie letzte Nacht geleistet haben. Also das Auto, wenn man gestern gesehen hat, das war wirklich vorne, hinten, überall demoliert. David hat schon gesagt, erste Kurve, da hat es ihm das Heck weggezogen und dann wissen wir, ist es nicht so weit bis zur Wand. Da schlägt es dann ziemlich heftig ein. Ihm geht's gut, das ist das Wichtige. Er steigt jetzt auch gleich ins Auto und wird das Qualifying fahren. Schön, dass ihr wieder da seid, denn ihr wart auf dem Nürburgring nicht mit dabei. Was hat sich jetzt verändert, dass ihr wieder hier mit dabei seid? Ja, wir haben uns nach Sandford neu aufgestellt, weil Sandford war desaströs für uns. Es war einiges an Arbeit zu erledigen, die haben wir erledigt und dann der Rückschlag gestern. Ja, umso motivierter gehen wir jetzt natürlich rein, auch wenn wahrscheinlich die Müdigkeit gerade eine kleine Rolle spielt, aber das kriegen wir schon überwunden. Das kriegt ihr hin, ich glaube, das Adrenalin geht gleich hoch, wie bei allen anderen Fahrern hier. David Griesner, Matthew George, das sind neue Gesichter im ADAC GT Masters. Wie kamst du zu dieser Paarung? David kennen wir seit Anfang des Jahres, ist in der GT4 European Series für uns gefahren und hat richtig gute Leistung gezeigt. Jetzt während der Tests nach Sandford hat er sich richtig gut gemacht, deshalb geben wir ihm die Chance. Matthew kennen wir auch aus der GT4 European Series, ist da für ein anderes Aston Martin Racing Team gefahren, hat auch da hervorragende Leistung gezeigt. Auch ihm haben wir die Chance gegeben, bei uns beim Test dabei zu sein. Auch er hat sich richtig gut geschlagen und deshalb die sehr junge, aber unerfahrene Fahrerpaarung. Wir werden sehen, was die beiden Jungs hier leisten können, aber ich bin sehr zuversichtlich. Na, dann drücken wir euch die Daumen. Das Auto sieht auf jeden Fall wieder richtig gut aus. Vor allem hier hinten sieht man, ne? Karim, vielleicht kannst du mal zeigen, wie er blitzt und blinkt. Großartig. Also richtig schön. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir drücken euch gleich die Daumen. Natürlich wie allen anderen auch an diesem Wochenende und an diesem Morgen im GT Masters Qualifying. Wir haben nämlich auch noch eine zweite Mannschaft, die an diesem Wochenende einen Gaststart gibt. Die ist direkt daneben, deswegen muss ich nicht weit laufen. SSR Performance mit Matt Campbell. Den haben wir schon gesehen auf dem Nürburgring. Da ist er nämlich für Fricadelli gefahren und Marco Seefried. Die werden also auch hier an diesem Wochenende mit am Start sein in der Liga der Supersportwagen. Ja, und jetzt in wenigen Sekunden heißt es dann startfrei fürs Qualifying. Die Ampel springt auf grün und dann wissen zwei Männer da oben ganz genau Bescheid, was passieren wird. Das sind Frank Hufstadt und Sven Bauer. Viel Spaß mit dem ersten Qualifying. Guten Morgen, liebe Motorsportfreunde. Ja, wir hoffen, dass wir wissen, was passiert. Also passiert ist auf jeden Fall Umschalten von Rot auf Grün. Die ist schon gesprengt. Aber die Ampel, sie ist schon gesprengt. Schönen guten Morgen auch von meiner Seite aus der Sprecherkabine. Ja, Sven Bauer und Frank Hufstadt, Ihre Begleiter an diesem Wochenende. Nicht nur im ADAC GT Masters, sondern auch in der ADAC GT4 zusammen mit Sebastian Bauer. Und natürlich der Sven dann verantwortlich für die ADAC Formel 4. Und während du natürlich dann auch noch die ADAC TCR Germany hast. Ne? Richtig, also wir versuchen Ihnen das alles natürlich so schmackhaft und informativ, wie es irgend geht, rüberzubringen. Wenn Sie jetzt, liebe Motorsportfreunde, für den Moment irgendwo auf den Tribünen, und Sie sitzen da ja schon, etwas sehen, was wir nicht kommentieren, liegt schlicht und ergreifend daran, dass wir momentan im Moment noch nichts sehen. Genau. Wir arbeiten an dem Problem, aber wir haben momentan also noch dich, aber das 0, ist jetzt... ja, Moment, mich sehen ist ja auch, also das ist Dingens. Aber nichtsdestotrotz, wir arbeiten an dem Problem, dass wir vielleicht auch von der Strecke gleich die ein oder anderen Bilder bekommen. Im Moment sieht es nicht so aus. Wir wissen nur, dass der ein oder andere schon rausgefahren ist. Viele waren es bis dato allerdings noch nicht. Es wird wieder ein bisschen taktiert in diesen 30 Minuten.
Genau, das ist wieder das große Thema, wobei wir jetzt natürlich sagen müssen, dass die Taktik an diesem Samstagmorgen sicherlich jetzt viel, viel unterschiedlicher sein wird als bei manch anderen Veranstaltungen. Denn wenn die Witterungsverhältnisse drohen zu kippen in Richtung nass, dann sind natürlich viele darauf aus und sagen, unsere Taktik heißt jetzt einfach nur noch rausfahren und so schnell wie möglich auf Zeit kommen. Das droht hier nicht und insofern ist jetzt also diese 30-minütige Session ganz stark darauf ausgelegt, dass jeder sein eigenes Programm durchfahren wird. Ich wollte gerade dann sagen, nachdem du angefangen hast mit droht zu kippen, würde ich sagen, ja, das droht hier auch, wollte ich sagen, aber heute sicher nicht. Irgendwann bestimmt, aber heute sicher nicht. Vielleicht für uns die Gelegenheit, ganz kurz, Tobi Schiemann hat es ja schon auch angesprochen, die Tabellensituation kurz zu durchleuchten. Wir haben die beiden an der Spitze von HCB Rotronic mit Patrick Niederhauser und Kelvin van der Linde, der ja schon Meister war, die an diesem Wochenende ihr Meisterschnipplein machen können. Das heißt, wir könnten eventuell zum Finale, und du hast es gestern schon gesagt, das wäre ein Novum im ADAC GT Masters, mit einem bereits feststehenden Meister fahren, denn die beiden haben 40 Punkte Vorsprung. An einem Wochenende gibt es deren 50 zu vergeben durch die beiden Läufe. Ergo fahren sie mit mehr als 50 Punkte von Hockenheim Richtung Sachsenring. Zum Finale sind sie Meister. Genau, das wird am heutigen Tage noch nicht passieren. Ganz gleich, wie das Rennen ausgeht heute Nachmittag, ist da noch keine Entscheidung möglich. Selbst wenn Wir suchen uns das eigene Kürzel. Van der Hauser sind die Tabellenführer. Niederlinde. Und Pomhöfer. Oder so, ja. Sind die Verfolger. Also selbst wenn der HCB Rotronic Audi gewinnen sollte und die restlichen bleiben punktelos, dann wären es am Ende 65 Punkte nach heute. Es sind aber noch 75 zu vergeben, also es bleibt dabei. Heute definitiv nein, morgen kann durchaus passieren. Aber genau das ist das Thema, was wir ja auch in diesem Jahr schon mehrfach hatten. Und zwar gerade, man muss es sagen, ich meine, die machen einen riesen Job. Romutum, Fabian Plenz und HCB Rotronic, überhaupt keine Frage, als neues Team so erfolgreich. Aber wann immer es bei ihnen mal nicht so lief, haben alle anderen ihnen den Gefallen getan, dass es bei denen auch nicht so lief. Und somit sind sie jetzt aus diesem Grund und aus dem Grund, dass sie einen riesen Job machen, einfach die wohlverdienten Tabellenführer, keine Frage. Da muss man natürlich auch dazu sagen, das ist genau das Prinzip, das das ADAC GT Master schon seit Jahren beinhaltet, Solidargemeinschaft. Ah so ist das also hier. Schauen wir doch ganz kurz noch weiter. Und zwar, wie gesagt, die Verfolger Markus Pommer und Marvin Kirchhöfer, die eigentlich bärenstark begonnen haben. Denn sie haben in Oschersleben Lauf 1, in Most Lauf 2 und am Red Bull Ring auch Lauf 2 gewinnen können. Dazwischendurch gab es mal einen Nuller. Das ist im ADAC GT Masters grundsätzlich nie sehr, sehr gut. Trotzdem, dann hatten sie auf einmal ein richtiges Tal zu durchlaufen. Zandvoort, 0 Punkte. Nürburgring, nur wenig. Und trotzdem sind sie noch im Geschäft. Und die einzigen, die auch noch mit eingreifen können, das sind Christopher Mies und Max Hofer. Also wenn der Christopher Mies heute im Qualifying nur halb so schnell fährt, wie er heute mit seinem Audi RS6 auf dem Parkplatz beschleunigt hat, dann fährt der Pol mit 3 Sekunden Vorsprung. Also wird das wohl eher tendenziell nicht passieren, denn 3 Sekunden, das ist schon... Aber es war ganz witzig, ich lief gerade zufällig mit Wolfgang Lanz, seinem Teamchef, über den Parkplatz und Christopher Mies ist quasi gerade abgebogen und hat dann einmal kurz durchgetreten aus dem Stand und Wolfgang Lanz lächelte nur und schüttelte ganz heimlich den Kopf. Was so Rennfahrer alles nicht in ihrer Freizeit betreiben. Wir haben gestern ja auch diese zweite rote Flagge im zweiten freien Training gehabt. Das hat Tobi Schiemann ja aufgegriffen schon und hat mit den Jungs vom ProPeak Performance da unten gesprochen. Ich habe vorhin Wolfgang und David Griesner auch noch getroffen. David sagte, alles vollkommen im grünen Bereich. Was ihm ganz, ganz wichtig war, war die Analyse, warum ist das überhaupt passiert und was ist da passiert. Und er hat nach dieser Analyse ganz klar gesagt, mein Fehler. Da war nichts am Auto. Bislang war es so, dass man immer mit alten Reifen rausgefahren ist, wirklich mit alten Reifen. Und da hat man eben halt dann auch dieses entsprechende Feeling für das Fahrzeug gehabt. Und diese Ausfahrt mit dem anschließenden Unfall war auf komplett neuen Reifen. Diese neuen Reifen wirken auf dem Aston Martin aber unglaublich bissig, sind sehr aggressiv. Und mit diesen neuen Reifen darfst du in der ersten Kurve in Turn 1 einfach nicht auf dem Innenkorb aufsetzen. Das funktioniert damit nicht. Und das ist damit passiert. Da ist er drüber gefahren, dadurch fing das Auto an zu springen. Und er hat es aus der Kontrolle verloren. Aber wie gesagt, die Jungs haben einen unfassbaren Job gemacht. Das haben beide Griesners auch, Papa und Sohn, gesagt. Wahnsinn, was die auf die Beine gestellt haben. Und kannst du dich daran erinnern, was die beiden Streckensprecher gestern Nachmittag gesagt haben oder gestern Abend? Boah, das Auto werden wir wohl leider nicht mehr sehen. Es sei denn, es passiert ein Wunder. Und siehe da,
es ist ein Wunder passiert. Bei Pro Peak Performance hat man, und das haben wir ja gerade gehört, die ganze Nacht durchgeschraubt. Jetzt hoffen wir auch, das werden wir dann im Verlauf des Qualifyings sehen, dass das Auto, und David Griesner sitzt jetzt auch im Auto. Dann nochmal der Hinweis, liebe Motorsportfreunde, jetzt in diesem Qualifying fährt der Pilot, der vom Team als Fahrer 1 gemeldet wird. Das muss definitiv überhaupt nichts mit der Fahrerstärke zu tun haben. Auch das hat unter Umständen was mit Taktik zu tun. Wer fährt Training 1, um dann in Rennen 1 auch den Start fahren zu müssen und umgekehrt. Also jetzt Fahrer 1, und da hat man sich schon gestern vor dem freien Training entscheiden müssen, den Fahrer zu melden, und da war es eben David Griesner. Und der wird sich jetzt ein bisschen im Auto schütteln, ein bisschen in den Sitz pressen, zurechtfinden, Zähne zusammenbeißen und alles, was man noch so zusammenpressen kann, und dann wird er versuchen, den Aston Martin dort entsprechend nach vorne zu fahren. Aber es ist natürlich sicherlich die ersten 1, 2, 3 Ecken nach so einem Abflug in Turn 1 schon eine gewisse Überwindung, da auch entsprechend durchzuhämmern. Was wir vielleicht auch für alle diejenigen, die sich im Livestream dazugeschaltet haben und vielleicht noch nicht so firm in Sachen des ADAC GT Masters sind, sollten wir vielleicht noch ganz kurz erklären. Es gibt Fahrereinstufungen, die sind in verschiedenen Kategorien eingeteilt. In Anführungsstrichen, was die Stärke der Fahrer angeht oder die Erfolge. So hat man oder sind die Fahrer halt eingestuft in Bronze, Silber, Gold und Platin. Wolfgang Petri lässt grüßen. Ja, genau. Aber der hat das Platin irgendwie vergessen. Nee, hat er vergessen. Und du hast gesagt, es muss nicht der schwächere oder stärkere Fahrer sein, der hier am Samstag fährt. In gewisser Weise ja. Auf der anderen Seite ist es aber erstmal abhängig von der Fahrerkonstellation. Und da wird am Samstag derjenige das Qualifying und den Start fahren, der schwächer eingestuft ist. Und bei gleicher Einstufung, da ist es dann eben halt teamabhängig. Die sagen dann, okay, dann fährst du den Turn und du fährst den Turn. Und wenn wir ganz kurz einen ganz schnellen Vergleich noch hin zur ADAC GT4 Germany machen, da gibt es teilweise bei den Fahrern wirklich gravierende Unterschiede. Da reden wir von 2, 2,5, 3 Sekunden, dass da ein Gentleman-Driver auf dem Auto sitzt und ein Profi. Und das allerdings haben wir hier im Prinzip nicht. Denn hier tummeln sich nur Vollblut-Rennfahrer und Profis, die dann natürlich entsprechend alle Gas geben. Und die haben wir schon so oft und seit vielen Jahren an jedem Rennwochenende gehört. Du brauchst natürlich entsprechend das perfekte Setup, um mit einem GT3 schnell zu sein. Aber du brauchst vor allen Dingen auch das nötige Glück und eine freie Runde. Und wir haben natürlich jedes Mal pickepacke voll die Starterfelder, superschöne und spektakuläre GT3 Starterfelder. Und da eben dann eine freie Runde zu erwischen, da brauchst du das nötige Taktieren, dass du den Fahrer in der richtigen Position rausschickst oder ihm vielleicht auch mal über Funk zurufst, du wart noch einen Moment, dann tut sich eine Lücke auf. Und natürlich auch dann das nötige Glück, dass in genau dieser Runde dir keiner im Weg steht, keiner neben der Strecke steht, gelb, rot, alles Mögliche, alles schon gesehen. Was nicht unbedingt bedeutet, dass alle diejenigen, die auch in ihrem normalen Berufsleben oder abseits des Berufslebens privat unterwegs sind und irgendwo im Stau stehen, da groß anfangen können zu taktieren, wann fahre ich wie raus. Ist nur begrenzt eigentlich vergleichbar. Aber wir sollten dann vielleicht auch mal... Oh, ich habe gerade so ein ganz kleines bisschen Hoffnung, dass wir jetzt gleich, neben der Tatsache, dass du dich gerade bewegt hast und hier beinahe den Sittich gemacht hättest, wir vielleicht dann auch tatsächlich hier oben bewegte Bilder bekommen. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Sprach's und ward entschwunden. Was heißt eigentlich, dass du hier fast den Sittich gemacht hättest? Das sah schon spektakulär aus. Fast so, als hättest du Flügel bekommen. Ach so, daher der Sittich. Naja, ich bewege mich teilweise ganz selten gleich. So, wir schauen mal drauf, ob wir schon irgendwas zu vermelden haben in Sachen Top-Zeiten. Mit 1:40.752 bin ich mir relativ sicher, wird sich Florian Spengler und das Team rund um EFP bei Car Collection TC das momentan sehr gerne anschauen. Auch Bernd Spengler wird glücklich sein, dass er sein Filius da oben stehen sieht. Das Team, das im vergangenen Jahr dort, wo wir in diesem Jahr unser Finale fahren werden, gewinnen konnte. Mit Ilia Erhardt und Pierre Kaffer, der bis dato einzige Laufsieg. Aber hier steht er mit 1:40.752 im Moment an der Spitze. Aber wir sind ja gestern in den freien Trainingssitzungen schon 1,39 gefahren und ich glaube gestern ein Auto mit 1,38er Rundenzeit im zweiten freien Training. Also da muss noch viel passieren, auch bei Florian Spengler, wenn du da vorne mit dabei sein möchtest. Eine 1,40,7 reicht dort sicher nicht. Qualifying-Rekord liegt übrigens, glaube ich, bei 1,37.
5, 1,37, 6, irgendwie sowas in der Richtung. Da sind wir also tatsächlich noch um einiges weg. Bleiben wir kurz noch beim Qualifying. Im vergangenen Jahr, um da mal kurz drauf zu schauen, war es am Qualifying 1 Mathieu Jaminet und Robert Renau, die späteren Meister im Precode Herbert Motorsport Porsche. Da war es übrigens eine 1,38,4, die dort gereicht hat. Und beim zweiten Qualifying, da gab es aber dann diese Mischbedingungen, die dann letztendlich immer trockener wurden, da die 1,41,5 für Maximilian Götz und Markus Pommer, die im vergangenen Jahr für das Team Mannfilter, Team HTP noch zusammengefahren sind, waren dann die Polesetter für Lauf Nummer 2. Tja, und ich würde mal sagen, im vergangenen Jahr haben sich Mathieu Jaminet und Robert Renau mit der Pole Position sicherlich ein Stück den Weg geebnet mit Platz 2 dann im Samstagsrennen, um dann letztendlich Meister zu werden. Am Ende waren sie es mit einem Punkt Vorsprung. Also eine denkbar knappe Entscheidung, auch im vergangenen Jahr ADAC GT Masters mit den amtierenden Meistern, mit der Startnummer 1. Bei denen eigentlich in diesem Jahr es sehr, sehr gut angefangen hat. Sie sind auch als Tabellenführer vom Saisonauftakt Oschersleben abgereist. Tja, aber dann standen sie mittendrin in der tiefbraunen Masse und es lief einfach nicht. Die haben immer wieder gezeigt, vor allen Dingen Thomas Breining, der Carrera Cup Meister aus dem vergangenen Jahr. Natürlich auch eine, ich will nicht sagen Verstärkung. Wenn du Meister geworden bist, brauchst du keine Verstärkung. Du brauchst nur einen ebenbürtigen Fahrer. Und Mathieu Jaminet wurde durch Thomas Breining ersetzt und da war es eigentlich klar, das ist eine Riesentruppe und eine Fahrerpaarung, die auch um den Titel fahren wird, aber wie wir schon vorhin vorgelesen haben, in diesem Jahr keine Chance mehr, den Titel zu verteidigen. Vielleicht auch ein bisschen, ein Stück weit zu viele Favoriten. Wir haben das gestern auch schon mal so ein kleines bisschen thematisiert. Das, was sich so zusammengebraut hat zum Saisonanfang und mit diversen Verschiebungen der Fahrer teamintern. Man denke zum Beispiel, dass erst kurz vor dem Saisonauftakt Christian Engelhardt mit Mirko Bortolotti bestätigt wurde. Bis dahin hieß es dann Engelhardt und Inneichen, ein alteingesessenes Duo sozusagen, fährt da gemeinschaftlich. Dass vielleicht tatsächlich auch einfach zu viele dabei waren, die man auf der Rechnung hatte, die alle auf der Rechnung hatten. Und es kann nicht bei allen gleich rund laufen. Definitiv. Du brauchst einfach eine wirklich im wahrsten Sinne perfekte Saison. Und wenn dir irgendwann mal das Glück ausgeht, dann wirst du im ADAC GT Masters auch nicht Meister. Punkt aus, Feierabend. So ist es seit vielen Jahren und du hast es ja gestern schon thematisiert. Es gab bis dato und wir hatten die erste ADAC GT Masters Saison ja 2007 mit dem Meister Christopher Haase, der in diesem Jahr wieder mit von der Partie ist oder immer noch oder wie auch immer. Aber es gab nie eine Meisterschaft, die wirklich vorzeitig entschieden war. Als du es noch alleine gemacht hast, gab es eine Saison als die Saison beim letzten Lauf am Samstag entschieden wurde. Ja genau, da gab es beispielsweise im Jahr 2010 einen Alexandros Margaritis, der sich den Titel geholt hatte. Das war an einem Samstag. Es war dann auch Kelvin van der Linde und René Rast, die sich den Samstag, also bereits schon samstags den Titel gesichert hatten hier. Aber auch das war eher tendenziell die Ausnahme. Jetzt stehen wir also vor einem kompletten Novum und wir stehen vielleicht auch vor der Entscheidung, dass wir tatsächlich noch einmal einen Wiederholungstäter in Sachen der Meisterschaft haben. Bislang ist es ja nur einem einzigen Fahrer tatsächlich gelungen, sich zweimal in die Meisterlisten eintragen zu können. Und das ist kein geringerer als Sebastian Asch, der im Auto mit der Startnummer 7 an der Seite von Luca Ludwig unterwegs ist, die ja schon gemeinschaftlich im Zackspeed Mercedes Meister geworden sind im Jahr 2015. Und jetzt ist es also durchaus optional gegeben, dass wir einen weiteren Piloten zum zweiten Mal in der Meisterliste sehen könnten. Da zählt ein Kelvin van der Linde im Moment natürlich ganz extrem zu. Es wäre, auch wenn die Drittplatzierten Meister werden sollten, die derzeitigen Tabellendritten, Christopher Mies und Max Hofer, dann wäre Christopher Mies derjenige, der als Zweiter sich eintragen könnte in diese Meisterlisten. Also da ist durchaus noch ein kleines bisschen Potenzial gegeben. Unsere Hoffnung, wie gesagt, ist einfach die Tatsache, dass wir vielleicht doch nicht mit einer Entscheidung hier aus Hockenheim abreisen. Das wird die Mannschaft von Fabian Plenz von HCB Rotronic ganz anders sehen. Die werden sagen, je eher wir den Sack zumachen können, umso besser. Auf der anderen Seite weiß ein Fabian Plenz natürlich auch, dass er auch mit einem größeren Vorsprung sicherlich abgereist aus Hockenheim sehr gut leben könnte, um dann tatsächlich vielleicht am Sachsenring dort erst den viel zitierten Sack zuzumachen. Ja, und das Thema hattest du gestern auch schon kurz angesprochen. Wir haben ja schon ein bisschen Angst, ne, vor der Tatsache,
wenn bei HCB Rotronic die Meisterschaft gefeiert werden könnte. Und das muss man ja sagen, danach sieht es momentan schon ein Stück weit aus. Und wenn es hier passiert, dann eben hier. Und wenn es am Sachsenring ist, dann am Sachsenring. Da wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Ja, ich glaube, die in der Richtung werden die wahrscheinlich froh sein, wenn sie erst am Sachsenring Meister werden. Weil sonst brauchen die für den Sachsenring eine neue Hospitality. Oder so, genau. Also von daher, also da wird man weiß, wie man feiern kann, wie es abgehen könnte. Da bin ich mir sicher und da wird sich auch Fabian Plenz entsprechend nicht lumpen lassen und sich entsprechend was einfallen lassen. Aber das können andere Teams auch davon abgesehen. Schauen wir mal auf den Monitor. Wir haben nach wie vor übrigens die Zeit von Florian Spengler, die 1:40.373 ganz oben stehen. Allerdings haben wir auch bis dato, und es sind nur noch 12 Minuten zu fahren, wir haben schon deutlich über die Hälfte der Trainingszeit absolviert. Aber wir haben erst 1, 2, 3, 4, 5 Fahrzeiten auf dem Monitor. Das heißt, selbst wenn viel Betrieb auf der Strecke ist, sie fahren raus, sie fahren wieder rein, sie fahren raus und sie fahren wieder rein. Und nur 5 haben bis dato eine halbwegs vernünftige Runde gefahren. Florian Spengler ist einer davon, dem aber übrigens auch unter anderem schon eine seiner Zeiten gestrichen wurde. Wir haben hier das Thema Track Limits. Ich habe gestern mit dem Rennleiter vom Porsche Carrera Cup gesprochen. Werner Eichinger, der sagte, wir im Carrera Cup, und ich gehe davon aus, das trifft für die anderen auch zu, haben auf jeden Fall 2 Kurven, wo es die sogenannten Track Limits gibt, wo du nicht mit allen 4 Rädern jenseits der weißen bzw. blauen Linie fahren darfst. Und das ist einmal Ausgang Turn 1. Klar, da kannst du dir sehr, sehr viel Schwung holen Richtung Ameisenkurve, aber das ist verboten. Wenn du dann, wenn dir das passiert ist, in diesem Sektor eine persönliche Bestzeit fährst, wird diese Zeit gestrichen. Und dann auch Ausgangs-Mercedes-Tribüne auf dem Weg Richtung Motodrom. Auch dort ist es verboten, über diese Linie zu fahren. Klar, das würde sonst jeder machen, sonst hätten wir demnächst, wenn Track Limits überall und auf der Welt aufgehoben werden würden, dann würden die wahrscheinlich bis nach Mannheim fahren, um Schwung zu holen. wenn man sie lassen würde. Einmal von alleine gelassen, ist vorbei. Also tatsächlich bin ich da jetzt nicht ganz auf dem aktuellsten oder auf dem laufenden Stand, denn in der Vorausschreibung, die per E-Mail gekommen ist, da war es fürs ADAC GT Masters tatsächlich 4 Stellen, die ausgeschrieben waren, sogar bildlich festgehalten. Mit Turn 1, mit Turn 6, Ausgang Turn 6, also der Spitzkehrer unten. Und eben halt, wie du schon gesagt hast, Kurve 11, Ausgang der Mercedes Arena, 10, 11. Ebenso allerdings auch in Kurve 16. Und das ist die vorletzte Rechtskurve vor Start und Ziel. Die SWR3-Kurve dort unten, die ist ebenfalls mit einem Track Limit bedacht gewesen. Aber wie gesagt, da kann es natürlich auch sein, Fahrerbesprechung, muss ich jetzt zu meiner Schande eingestehen, war ich jetzt nicht mit dabei. Bist du auch kein Pfarrer? Ich bin auch kein Pfarrer, genau. Brauchte also nicht das Wort zum Sonntag sprechen. Das machen andere. Aber ich sag mal, im schlimmsten Fall, die Entscheidung, ob ein Track Limit eingehalten wurde oder nicht, ob eine Strafsanktion erfolgt oder nicht, obliegt eh anderen. Richtig. Wir haben nur die Ehre oder die Aufgabe, das nach draußen zu posaunen. Und wir werden es vor allen Dingen auch sicherlich im Verlauf der Trainings- und auch Rennsitzungen dann feststellen, wenn wir die ein oder andere Meldung auf dem Monitor sehen, dass es eine Verwarnung gab, weil sich der Pilot nicht an die Track Limits in Kurve 1, 2, 3, 4, 12 gehalten hat. Dann werden wir es wissen. Aber tatsächlich, wir wissen das aus der Vergangenheit, es ist vorwiegend hier am Hockenheim, in erster Linie mal Turn 1 da sowieso und natürlich auch ausgangs der Mercedes Arena, wo man wirklich durch entsprechendes Verlassen der Strecke, nichts anderes ist es, auch das hatten wir gestern thematisiert und besprochen, früher gab es schlicht und ergreifend danach, nach dem Curb, oder gab es einen Curb, gab es einen Leitplank oder ein Kiesbett, dann war die Sache erledigt. Für die Startnummer 20 haben wir auch die Meldung, dass die gerade gefahrene Rundenzeit gestrichen wurde. Zackspeed. Und das ist das Team Zackspeed BKK Bombilo Racing. Das ist das Auto von Calvin Snooks und Mick Wisshofer, die dort mit dem Mercedes unterwegs sind. Also da hat die Rennleitung entschieden, das war eine Ecke zu optimistisch. Die Zeit wird gestrichen. Bestzeit momentan Timo Bernhard im KÜS 75 Team Bernhard Porsche 1:39.611. Und wir sind damit zum ersten Mal tatsächlich jetzt unter die 1,40er Marke gerutscht. Allerdings, da gebe ich dir vollkommen recht, wir dürfen erwarten, dass da noch einiges mehr geht. Denn tatsächlich im Moment 2 Porsche an der Spitze mit Timo Bernhard und Lukas Luhr. Diese beiden haben wir als Spitzenreiter zu vermelden. Der schnellste Audi mit Florian Spengler an der dritten Position. Fabian Vettel, schnellster Mercedes auf Rang Nummer 4 respektive 5. Denn wir haben einen neuen Drittplatzierten. Und das ist der MRS GT Racing BMW M6 von Nikolai Silvest pilotiert.
Der wird augenblicklich jetzt an der 5. Position gesichtet. Markus Pommer als schnellste Corvette folgt jetzt auf Rang 6, 7 und 8. Nämlich genau in der Reihenfolge ist er durchgereicht worden, weil mit Ricardo Feller wir einen neuen Spitzenreiter haben und mit Maximilian Paul im T3 Audi. Das ist auch mal eine schöne Ansage, T3 Motorsport. Das Auto mit der Startnummer 71, der etwas bunte Audi. In der jetzt 4. Position ist, denn Max Hofer hat sich jetzt seinerseits an die 3. Position gefahren. Jetzt fangen also an, die Zeiten wirklich zu fallen. Aber Max Hofer, Startnummer 29, da gab es auch eine Meldung schon, dass nach diesem Qualifying 1 der Teamchef der Startnummer 29 bitte zur Rennleitung kommen soll. Das sind eher auch die Momente, in denen du als Team sagst, das brauchst du eigentlich auch nicht wirklich. Das brauchst du nicht, aber Wolfgang Land wird sich das ganz bestimmt anhören. Monterplatz bei Land Motorsport. Also wie gesagt, da gab es die Meldung. Du hast vorhin den Fabian Vettel angesprochen, den Bruder von Sebastian Vettel. Da haben wir auch noch eine Meldung vorzureichen sozusagen vor das Rennen. Egal welche welche Qualifikationsposition Fabian Vettel einfahren wird in der Mannfilter Mamba mit der Startnummer 48. Er wird dann im Rennen 3 Plätze nach hinten gereicht in der Startaufstellung. Also wenn es für ihn rein theoretisch Platz 11, wie es gerade eben noch war, bliebe, dann, jetzt ist es übrigens Platz 6 geworden, gerade eben durch eine neue schnellste persönliche Runde, jetzt ist er 6., dann wäre es eben die 9. Startposition. Das hat noch eine Entscheidung aus dem Nürburgring-Wochenende zur Folge, als es da irgendwelche Ungereimtheiten gab und er entsprechend nach hinten muss. 3 Plätze, so lautet die Strafe. 6 Minuten und 40 Sekunden stehen noch auf der Uhr und jetzt meldet sich zum ersten Mal auch GRT Grasser wieder an der Spitze zurück, nämlich mit Mirko Bortolotti im Auto der Startnummer 63, der mit Christian Engelhardt zusammen den Orange One bei GRT Grasser Lamborghini Huracan pilotiert. Und der wird mit 1:38.8 gesichtet. Das heißt, es ist eine Zehntelsekunde an Vorsprung auf Timo Bernhard. Indy Donche meldet Ansprüche an in der gelben Mamba. Das Auto mit der Startnummer 47 als Drittplatzierter. Ricardo Feller auf Rang Nummer 4. Das heißt, wir haben Lambo, Porsche, Mercedes und Audi auf 1, 2, 3 und 4. Und Kelvin Snöks im ersten Sektor mit Gesamtbestzeit gesehen. Sehr ordentlich im Moment unterwegs, obwohl das Training für eigentlich für alle jetzt gerade erst richtig begonnen hat, ist David Griesner. Denn der Aston Martin war sogar zeitweise knapp an der 20. Position dran. Jetzt gerade wird er ein bisschen zurückgereicht auf Rang 24, kommt auch in die Box hinein. Und Jimmy Eriksson haben wir zu vermelden, der mit Daniel Kalwitz sich den 2. Zackspeed Mercedes teilt. Und Eriksson schmeißt den Zackspeed Mercedes hier in die 2. Position für den Augenblick. Ich habe heute früh die Ehre gehabt und das Vergnügen, zusammen unter anderem mit Peter Zarkowski zu frühstücken. Ich saß aber an einem anderen Tisch und konnte lauschen. Und da war man wirklich extrem optimistisch an diesem Wochenende, weil man in den freien Trainingssitzungen schon so gut klassiert war wie in diesem Jahr bis dato noch nicht. Man war ja mit diesem Team Meister mit Sebastian Asch und Luca Ludwig. Ist zugegebenermaßen ist ein paar Tage her, nichtsdestotrotz, da hat Sebastian Asch seine 2. Meisterschaft und Luca Ludwig, die in diesem Jahr gemeinsam wieder im HB Racing Ferrari unterwegs sind, derzeit auf der 11. Position, jetzt sind sie 12. Denn Indy Donche ist mal eben in die Spitzenposition hineingefahren und Philipp Salaquada setzt auch momentan ein Zeichen, Sektor 1 persönliche Bestzeit, Sektor 2 absolute Bestzeit. Den Satz noch zu Ende bringen, man war sehr, sehr optimistisch im Team BKK Mobil All Racing um Peter Zarkowski und Philipp Zarkowski, dass man hier an diesem Wochenende doch die ein oder andere, tja, Überraschung wäre es nicht, aber gute Position einfahren kann. Auch Dennis Marschall gibt wieder Leuchtsignale von sich. Das Auto mit der Startnummer 8, der 2. HCB Rotronic Audi R8, der ja im Prinzip so als Juniorfahrzeug eingesetzt wird, als Backup von Kelvin van der Linde und Patrick Niederhauser. Dennis Marschall und Kari Schreiner werden in den Top 10 im Moment gesichtet. Marschall mit sogar wieder Gesamtbestzeit im ersten Sektor. Dieser kurze Sektor, der ja im Endeffekt nur über 3 bzw. 4 Kurven letztlich führt. Tatsächlich sind es 4, denn die Anfahrt der Parabolika ist dann schon die 4. Kurve. Dieser leichte Linksknick, der dann auf die Parabolika hinführt. Und auch David Jahn wird im 2. Sektor mit Gesamtbestzeit gesehen. Also jetzt droht so langsam die Entscheidung herbeigeführt zu werden. 3,5 Minuten vor Ende dieses Qualifyings. Im Moment ist es Mirko Bortolotti, 1:38.501.
als Schnellster. Donche 2, Niederhauser auf 3. Die Tabellenführer also bestens sortiert. Eriksson 4., dahinter Bernhard in Eichen Beretta. Und jetzt kommt Dennis Marschall prompt mit einer neuen Pole-Zeit daher. Da kommt der HCB Rotronic Audi aus dieser Runde Nummer 5 zurück. Und Dennis Marschall heißt der neue Spitzenreiter mit 1:38.469. David Jahn hat übrigens Sally, das Auto mit der Startnummer 13, die RWT Racing Corvette, schon mal vorsichtshalber dann auch in Position gebracht, nämlich auf Rang 7. Hat aber dabei den dritten Sektor verhagelt, denn da haben ihm 3/10 gefehlt. Sonst wäre das eventuell auch ein Angriff auf die Pole Position gewesen von David Jahn, der ja in diesem Jahr wieder zusammen mit Sven Barth in der RWT Corvette zusammen unterwegs ist. Die beiden, die am Nürburgring den einzigen Sieg bis dato einfahren konnten für das Team RWT mit der Corvette. Jetzt auf Platz 7, aber da kommt vielleicht noch was, wobei der erste Sektor mit 21,7 auch offensichtlich nicht schnell genug ist, um da ganz vorne und ganz oben anzugreifen. Naja, das sind 2/10, die im ersten Sektor fehlen. Das ist bei so einem kurzen Sektor natürlich schon relativ viel. Da bist du mit 21,5 in Sektor 1 eigentlich aufgestellt für die Bestzeit. Wir schauen noch mal kurz auf die Marken. Audi vorn, Lamborghini auf 2, Mercedes 3, dann wieder Audi, Mercedes und Porsche auf 6, Corvette 7, zweimal Lambo auf 8 und 9. Also alle drei Lambos sind wieder einmal in den Top 10 Plätzen drin. Du sagst genau das Richtige. Wieder einmal. Das hatten wir ja auch bereits beispielsweise in Zandvoort. Und da kann man wohl nur sagen, da führt Gottfried Grasser bei Orange One, bei Grasser Racing, eine extrem homogene Fahrertruppe. Und das Thema mit Rolf Ineichen haben wir ja schon in den letzten 1, 2, 3 Jahren mehrfach beschrieben. Er, ein Trophy-Pilot, also ein Gentleman-Fahrer, einer der älteren Garde, mit dem es ganz, ganz früher nicht so einfach war, Rennen zu gewinnen. Aber mittlerweile ist er ein absoluter Top-Pilot geworden und er hat beispielsweise in Zandvoort ja den Sieg nach Hause gefahren sozusagen. Mhm. Für GRT Grasser Racing, also ein Pilot mittlerweile, der absolut mit den Top-Piloten mithalten kann hier, ist aber auch schon, muss man zugegebenerweise sagen, ein paar Jährchen mit von der Partie und immer, immer schneller geworden. Und just in diesem Moment beginnen wir mit der letzten Minute dieses Qualifyings. Es geht also in diese letzten 60 Sekunden. Es ist ein wenig Ruhe eingekehrt auf dem Bildschirm, was die Zeiten angeht. Denn wir hatten so ein bisschen Mike David Ortmann noch auf dem Schirm drauf, im Auto mit der Startnummer 24, der BWT Mücke Motorsport Audi R8 LMS. Er teilt sich ja das Auto mit Markus Winkelhock. Erster Sektor 21,6, da war er gut aufgestellt. Zweiter Sektor fehlt ihm eine halbe Sekunde. Da ist es dann alles andere als glücklich bislang gelaufen. Die Tendenz geht auf eine 1,39,0 bei Ortmann hin. Ist aber nicht der Fall gewesen, weil der ja dritte Sektor dann auch nicht gepasst hat und da bleibt er bei 1:39,4 stehen, also keine Zeitverbesserung. Offensichtlich hat man sich also jetzt schon eingegroovt und abgefunden mit dem Ergebnis dieses Qualifyings, mit einer, wie ich persönlich finde, das ist keine Überraschung, für mich ist das sogar eine kleine Sensation, Dennis Marschall auf Pole. Definitiv, wobei wir Dennis Marschall in diesem Jahr schon einmal in den Top 10 gesehen haben, in seinem Qualifying. Ja. Da war er wirklich auch extrem stark unterwegs, aber Pole Position, da wird Mr. Markenpokal, sein Vater Thomas Marschall, natürlich gleich schon, und zwar mit Recht, dann den ersten Weißwein öffnen, den er natürlich dann nur, nee, er öffnet einen Rotwein, weil der muss ja atmen, der muss ja ziehen, um ihn heute Abend dann trinken zu können. Nein, aber du musst atmen. 1:38.469. Trainingszeit ist abgelaufen. Natürlich sind alle, die draußen sind, vielleicht ein Robert Renauer, der jetzt im ersten Sektor eine persönliche Bestzeit fährt mit 21,794, wobei 21,529 dort die absolute Bestzeit war. Da fehlen ihm 2/10. Schauen wir mal, ob der Precode Herbert Motorsport Porsche mit der Startnummer 1 sich zumindest noch aus der bis dato 20. Position nach vorne fahren kann. Werden wir gleich sehen. Mercedes-Tribüne ist angesagt. Da kommt er jetzt aus Turn 11 hinaus. Track-Limits beachten. Und jetzt sind wir gleich bei der zweiten Zwischenzeit und werden dann sehen, 46,228. Das ist auch, glaube ich, nicht schnell genug, um sich aus der 20. Position, nee, da finde ich nochmal insgesamt 6/10 plus die zwei, die schon fehlen, 8/10 und im Moment hat er einen Rückstand von 0,788 Sekunden. Übrigens 24 Autos in einer Sekunde, ja, das ist normal beim ADAC GT Masters. Mittlerweile wirklich normal geworden.
Aber jetzt wieder nochmal die Brücke zu gestern schlagen, zweites freies Training, viele Porsche vorne. Da haben wir schon gesagt, könnte das eine Porsche-Geschichte werden. Jetzt gucken wir aufs Tableau und sagen, das war es wohl nicht. Das war es wohl nicht. Der Einzige, der wirklich die Porsche-Fahne so ein bisschen im Wind zappeln lässt, ist Timo Bernhard, der zweifache Le Mans-Sieger in seinem eigenen Auto. Und die Töne, die wir gerade auf dem Ohr haben, das ist wahrscheinlich der gerade im Team angekommene Dennis Marschall. Genau, und Thomas, der Papa steht draußen. Und Thomas und freut sich und das mit Recht. Also wie gesagt, der beste Porsche nur auf Platz 6. Für Callaway Competition haben wir die Corvette mit David Jahn auf, nee, mit RWT für David Jahn auf der 7. Position. Tja, und für David Griesner ist es letztendlich, wenn ich jetzt sage, nur die 31. Position, dann spielt das überhaupt keine Rolle. Wir sind froh, dass er fahren konnte. Nochmal Riesenkompliment an die ganze Truppe von ProPeak Performance. Das Auto läuft, aber es läuft sicherlich nach diesem heftigen Abflug gestern noch nicht so, wie man sich das eigentlich vorstellt. Dennis Marschall auf 1, dann der Lamborghini mit Mirko Bortolotti, der mit 1,38,497 doch stolze 28.000stel Sekündchen zu langsam war, um Dennis Marschall dort die Pole Position wegzunehmen. Tja, und dann wird's gelb. Dann wird's gelb und es sind dann auch hier nur 26.000stel Sekündchen mit Indy Donche und Maxi Götze der 3. Position. Und die Tabellenführer, ja, sie stehen absolut genau im Plan, genau im Soll, stehen genau da, wo sie hinwollen. 2. Startreihe, 4. Position, Patrick Niederhauser, Kelvin van der Linde, HCB Rotronic auf Nummer 4. Und eventuell ist das ein Novum am heutigen Tag. Du musst schauen bis zur 14. Position, bis Kelvin Snöks in der WKK Mobile Racing im Mercedes. Ansonsten alle davor haben weniger als eine Zehntel Abstand auf den Vorausfahrenden. Wir reden hier überall nur von Hundertstel oder Tausendstel Sekunden. Zum Beispiel Rolf Ineichen auf 8 in Richtung David Jahn auf die 7. Position, 4.000stel. Und wie gesagt, es ist nirgendwo mehr als ein Zehntel. Sensationell. Ja, absolut. 3. Startreihe, Jimmy Eriksson und Timo Bernhard. Mercedes gegen Porsche heißt die 5. und 6. Position. In der 7. und 8. Position David Jahn und Rolf Ineichen. Und ich glaube, vielleicht kann er ihn ja einfangen, der Tobi Schimon, den Pulsetter Dennis Marschall. Ja, und ich habe mich hier unbeistell in die Box geschlichen zur HCB Rotronic. Harry Schreiner neben mir, Dennis Marschall und Thomas Marschall, dein Papa, Dennis. Ich glaube, ich fange mit dir mal schnell an. Du hast die Pole Position gesetzt. Unfassbare Emotion, die ich gerade hier gesehen habe, auch bei dir. Ja, unglaublich. Also das letzte Mal habe ich die Pole um 2.000 verpasst. Jetzt haben wir sie um 200, glaube ich, haben wir sie bekommen. War wieder ultra eng, aber übel geil, ja. Harry, du bist seine Teamkollegin. Wie stolz bist du? Ja, auf jeden Fall mega stolz. Dennis ist so schnell, also ich freue mich einfach mega für ihn und er hat es mehr als verdient. Also ihr macht eine richtig gute Mannschaftsleistung, müssen wir dazu sagen. Auch der Papa hat gerade wirklich ein paar Tränen in den Augen gehabt. Ja klar, ich will mal bedenken, wir machen schon seit 12 Jahren Motorsport und das finde ich ist einfach der Höhepunkt. Endlich mal in der schwierigsten Rennserie, Dreiserie der Welt eine Pole Position zu erreichen gegen Mirko Bortolotti. Das ist ein tolles Gefühl und ich bin so stolz auf Dennis. Einen ganz tollen Job gemacht. Das hast du auch ein bisschen ihm zu verdanken. Mr. Markenpokal, Thomas Marschall, selber ja erfolgreicher Rennfahrer gewesen. Wie viele Tipps kriegst du noch von ihm? Ja, ab und zu. Also gestern hat er sich in Kurve 1 hingestellt, hat geguckt, wer über den Körb fährt, wer nicht. Also da kommt schon immer mal die ein oder andere WhatsApp rein während dem Training und hilft mir auf jeden Fall, ja. Also da gibt es schon ein bisschen Scouting. Ja, ich kann es nicht lassen. Also ein bisschen Personal Coaching. Kerry, heute im Rennen, da wird natürlich dann alles wieder auf den Start gucken. Wir wissen, erste Kurve hat sie in sich. Da wirst du auch ihm die Daumen drücken, dass da alles gut geht. Ja, auf jeden Fall. Er wird das schon machen und ich versuche das Beste draus zu machen. Na, dann drücken wir euch die Daumen. Dennis, hey, großer Sport, ganz großer Sport. Auch natürlich von eurem Schwesterfahrzeug, Patrick Niederhauser und Kelvin van der Linde, sind auch vorne mit reingeschossen. Die können ja vielleicht den Meistertitel hier schon feiern. Also da denke ich, gibt es auf jeden Fall eine große Party. Mal abwarten, wie schnell das geht. Das war's jetzt erstmal mit dem ADAC GT Masters Qualifying hier unten aus der Boxengasse. Jetzt folgt die TCR Germany. Da haben wir natürlich auch das Zeittraining für Sie da draußen auf den Rängen. Das war doch schon mal ein schöner Auftakt in dieses Wochenende.